Yes! Hey, ich freue mich mega, um da zu sein. Eben, normalerweise bin ich so ein bisschen neben der Bühne am Scheiß machen. Jetzt bin ich halt auf der Bühne am hoffentlich nicht ganz so viel Scheiß machen. Genau, ihr habt es gehört. Danke, Debbie, für die super Einleitung. Jetzt ist die Latte da oben. Mal schauen, wir sollen euch einen Kumpen. Aber genau, es geht, wie ihr habt es gehört, um die Rolle von Mann und Frau. Genau, und weil wir ja eben normalerweise nicht so auf dieser Bühne stehen, wollen wir uns noch ganz, ganz kurz vorstellen. Also ich bin Julia, das haben wir glaube mittlerweile mitbekommen. Ich bin 23, ich studiere Psychologie und Geschichte. Früher, schon eine Weile her, bin ich auch in Youth Planet gegangen. Genau. Das Thema von Mann und Frau und der Rolle, das beschäftigt mich jetzt doch schon ein Zeitchen und ich habe mich auch recht intensiv mit dem auseinandergesetzt. Einerseits finde ich so als Frau, interessiert es einem doch einfach, was sagt Gott wirklich über meine Rolle als Frau. Und andererseits sind irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Frauenstreiks, die Medien sind voll von diesem Thema. Und darum habe ich angefangen, mich eigentlich mit dem zu beschäftigen. Und bei mir ist es so, ich bin schon in einer Familie aufgewachsen, wo mein Vater ist immer daheim gewesen und meine Mama hat immer gearbeitet. Für mich war das normal gewesen. Es ist klar, wenn man zurückschaut, eigentlich all meine Kollegen, die Mami hat, ist immer daheim gewesen und der Papi hat gearbeitet. Aber für mich war das nie so die Frage gewesen, bei mir ist es komisch, sondern es war einfach anders gewesen. Und ich habe einfach so eine völlig andere Sicht schon von Grund auf, von meiner Familie auf das bekommen. Und ich freue mich einfach, um heute ein bisschen über das Thema zu reden. Aber das Thema ist einfach, da hinten ist der Stuhl, sorry. Sonst, weißt du, wenn es nachher Slides hat, dann hat es nachher, dann sieht man das schön. Genau. Das ist nicht nur für uns ein wichtiges Thema, sondern wir sehen es, es ist auch in den Medien ein riesiges Thema. Du hast gesagt, mit Frauenstreik und allem. Und es macht wie keinen Sinn, wenn ein riesiges Thema da ist und die Kirche ist so, die machen nur ein riesiges Drama, aber es ist gar nichts. Und darum, wenn wir auch als Kirche irgendwie uns überlegen, ist da nicht etwas Wahres dahinter? Gibt es nicht auch etwas, wo man sich wirklich muss überlegen muss? Und wir haben da so ein schönes Bild, so war mal eine Werbung gewesen. Und es geht darum, hey, du kannst werden, was du willst. Und das war eine echte Werbung. Niemand hat das gefunden, dass es schlimm ist. Ich meine, jedes Mädchen will ein Prinzessli sein und jeder Mann will ein Pilot werden. Und auch vor in dem Collected-Video, ihr habt es gesehen, das ist natürlich absolut überspitzt extra. Aber es gibt so die Vorurteile, Männer sind so, Frauen sind so. Und wenn es um das Thema geht, will ich einfach am Anfang zwei Definitionen einfach mal in den Raum stellen, dass man ein bisschen checkt, von was man redet. Das erste ist Sexismus. Sexismus steht, es ist ein Oberbegriff für verschiedene Phänomene von unbewusster oder bewusster Diskriminierung auf der Basis des Geschlechts. Also nicht Männer gegen Frauen oder Frauen gegen Männer, sondern einfach irgendjemand gegen ein spezifisches Geschlecht. Und das zeigt sich halt in Vorurteilen oder Verhaltensweisen, die einfach davon ausgehen, dann, dass Frauen und Männer einen anderen Status haben. Und was dazu gehört, ist natürlich auch gerade Feminismus. Ich habe da auch etwas Schönes ausgedruckt von Wikipedia. Das ist ein Oberbegriff für gesellschaftliche Bewegungen, wo kritische Analysen eigentlich auf diesen Gedankenmustern, die wir in der Gesellschaft haben, machen und aufgrund von dem nachher eigentlich irgendetwas dagegen machen. Für Gleichberechtigung und Menschenwürde von allen Menschen, egal welches Geschlecht. Und gegen Sexismus. Und man kennt das vielleicht so, ein paar Leute haben vielleicht auch so das Bild von Feminismus, von ja, die aggressiven Frauen, die Männer scheiße finden und so. Und wenn man sich das überlegt und die Definition anschaut, ist das eigentlich völlig falsch. Weil wenn Feminismus so weit geht, dass sie wieder gegen Männer sind, was ist es? Es ist wieder Sexismus. Mm. Also ihr seht, es ist auch für die Leute, die das Gefühl haben, sie kommen daraus, nicht immer einfach. Und darum, weil es nicht immer einfach ist, werden wir am Schluss von der Celebration werden wir noch eine Fragerunde haben. Einfach aus dem Grund, weil wir können jetzt nicht einfach schnell in dieser Predigt alles erzählen, was es zu dem Thema gibt. Keine Frage, alles klärt, super, das können wir nicht. Und darum werden wir nachher eine Fragerunde haben und ihr könnt dann einfach kommen, könnt eure Fragen bringen, könnt mitdiskutieren. Das ist für euch cool und für uns cool, dass wir wie wissen, dass nicht, ich habe jetzt etwas Blödes gesagt und die Hälfte findet es irgendwie scheiße, sondern wir reden nachher darüber und können uns einigen und können austauschen. Und falls du dich jetzt schon etwas fragst, nein, es geht heute nicht um Beziehungen. Es ist der Start von unserer Beziehungsserie, es geht dann in die nächsten paar Wochen um Beziehungen, aber heute geht es darum, die Rolle von Mann und Frau. Und egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, ist es gescheit, um ein wissen, was denkt sich Gott, wenn es um geht, die Rolle von Mann und Frau. Und Julia wird jetzt gerade anfangen mit einem Thema, um ein bisschen reinkommen, um was geht es und wie können wir uns wirklich überlegen,
was Gott will. Wo müssen wir anfangen? Genau, meistens bei diesen grundlegenden Themen ist es ja so, man muss relativ weit vorne in der Bibel suchen, um Antworten zu finden. Und bei dieser Geschichte zwischen Mann und Frau fängt es besonders früh an, und zwar schon im 1. Mose, im allerersten Kapitel. Und zwar steht dort im Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Also das Erste, was wir da in diesem Vers mal lesen können, ist, Gott schafft den Mensch. Und zwar in seinem Ebenbild, also in seinem Abbild. Und er schafft nicht den Mann, und dann ist der dann so das Gleiche oder das Abbild von Gott, und dann kommt noch die Frau, sondern beide zusammen in dieser Kombination sind das Ebenbild von Gott. Also ganz am Anfang der Bibel steht eigentlich schon, Mann und Frau gehören auf die gleiche Stufe. Sie sind beide gleich gemacht und sind das Ebenbild von Gott. Dann sagt Gott aber auch noch, dass ihnen eigentlich das zusammengehört. Also er sagt, genau, nehmt die Erde in Besitz und wieder. Er gibt nicht einfach am Mann die Erde und die Frau darf auch noch ein bisschen mithelfen oder so. Nein, ihnen gehört es beiden, als gemeinsames Paar. Und dann das Dritte, was drin ist, ist ein Auftrag. Gott sagt, vermehret euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. Auch da, er sagt nicht, Mann, du gehst bitte auf den Acker, du machst das. Frau, du bleibst bitte daheim und machst das, was man daheim macht. Nein, er sagt, ihr habt diese Aufgabe. Und am Schluss ist sie bitte gemacht, diese Aufgabe, aber macht sie zusammen. Also Gott tut nicht nach Geschlechtern einteilen, wie man eine Aufgabe löst. Dann ist die Frage einfach, wie tut man dann Aufgaben aufteilen? Weil man kann ja Aufgaben schon aufteilen. Genau. Und da finden wir im 1. Petrus 4, Vers 10 die Antwort drauf. Und zwar steht dort, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Aha, okay, man kann Aufgaben so einteilen nach der Gabe. Was heisst Gabe? Das ist vielleicht ein komisches Wort. Gabe heisst einfach mit dem, was du gut kannst. Wir haben zum Beispiel ein befreundetes Ehepaar und der Mann, der Silvan, der schießt so an, wenn die Wäsche nicht richtig gemacht ist. Die muss jetzt genau so gefaltet sein und mit dem richtigen Wäschemittel. Und wenn nicht, dann regt er sich mega auf. Gut, also ganz einfach, der Silvan macht die Wäsche. Weil es quasi das ist, was er besser kann, was ihm besser liegt und was ihn dann auch mehr aufregt, wenn es eben nicht gut gemacht ist. Okay, also Gott tut nicht nach Stereotypen, nach Geschlecht Rollen vergeben, Aufgaben vergeben, sondern nach dem, was Mann und Frau gut können. Gut. Jetzt merkt man aber irgendwie, wenn ihr so ein bisschen zuhört, ja, aber das stimmt ja gar nicht. Die letzten 2000 Jahre war es nicht so, dass die Frauen das gemacht haben, was sie gut haben können, und die Männer das, was sie gut haben können. Sondern es hat da eigentlich recht klar definierte Rolle gegeben, wer was zu machen hat. Also irgendetwas, was ich da erzähle, stimmt nicht. Gut. Darum müssen wir nochmal zurück an den Anfang, und zwar in 1. Moses 3. Dort steht nämlich, dann wandte Gott sich zur Frau. Ich werde dir in der Schwangerschaft viel Mühe auferlegen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Und nachher sagt er zum Mann, und du musst auf den Acker arbeiten und hart arbeiten und krampfen und wirst nicht da sein. Also plötzlich haben wir die Situation. Irgendwie ist da der Mann und ist der Herr, ist der Chef und die Frau landet irgendwie da unten. Aber was ist jetzt passiert zwischen diesen zwei Stellen? Die erste Stelle sagt Gott, ihr seid genau gleich gemacht. Und die zweite sagt er, der Mann wird der Herr sein. Das, was dazwischen passiert, ist der Sündenfall. Also in dem Moment, wo die Sünde in die Welt hineinkommt, passiert es, dass das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau entsteht. Und erst dann, nicht am Anfang. Und wir als Christen wünschen uns eigentlich so zu leben, wie es gedacht war, also vor dem Sündenfall. Und das würde heissen, dass Mann und Frau wieder auf Augenhöhe kommen, wieder gemeinsam die Aufgaben lösen und eben nicht das Missverhältnis entsteht. Genau. Also Gott prophezeit eigentlich in diesem Vers, dass die Frauen unterdrückt werden und die Männer fest arbeiten müssen. Aber was wichtig ist, das ist nicht, was er gedacht hat, sondern das ist das, was er quasi vorausgesehen und wo wir jetzt eigentlich drin leben.
Genau. Jetzt möchten wir mal schauen, aber im Rest der Bibel gibt es dann doch Geschichten, wo Gott Sachen nur der Frau oder nur am Mann sagt, die so etwas spezifisch sind. Und der Josh wird gerade anfangen, zu sagen, was über die Frauen gesagt wird. Und ich werde nachher sagen, was über die Männer gesagt wird in der Bibel. Genau, wir wollen das ein bisschen nicht einfach sagen, weil wir das so die Idee haben, sondern wir machen das mit der Bibel. Ist immer gut. Wenn irgendein Prediger nie die Bibel erwähnt, ist es manchmal ein bisschen komisch. Genau, ein mega wichtiges oder grosses Beispiel, das ihr hoffentlich alle kennt, ist Esther. Sie lebt im Exil mit den Israeliten und sie werden unterdrückt. Aber sie wird dann zur Königin, weil Gott sie einfach so fest segnet, wird sie zur Königin. Und in dieser Zeit gibt es nachher eine Verschwörung, wo alle Juden sollen umgebracht werden. Und ihr Onkel schickt ihr dann die Nachricht und sagt, hey, du musst jetzt etwas machen. Du bist in dieser Situation, weil Gott dich dort hingestellt hat. Und er sagt, hey, du bist jetzt verantwortlich, dass unser Volk überlebt. Und Esther ist zwar eine Prinzessin, aber sie benimmt sich überhaupt nicht so wie das stereotypische Prinzessli, sondern sie ist Königin. Sie sagt, ja, ich stehe jetzt rein für mein Volk. Ich bin Königin von dem Volk und ich mache jetzt etwas dagegen. Sie riskiert ihr Leben, dass ihr Volk überleben kann. Und Gott stellt sie dort rein, in die Position, die darüber entscheidet, ob sein Volk, Gottes Volk, sagt mir der Jude, ob das überlebt oder nicht. Und Gott gibt ihr nicht, weil sie eine Frau ist, irgendwie eine weibliche, stereotypische Position, sondern sie ist dort der Anführer. Und eine andere Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch kennt, ist aus dem Neuen Testament, wo Jesus zu einer Frau heimkommt. Und ihr könnt es da hinten lesen, die eine Frau, die Martha, sie macht ganz viel, sie kocht ihm ein paar Sachen, sie bringt ihm Wasser, sie bringt Gutzli. Sie schaut einfach, dass es den Männern gut geht, weil die müssen dort Männer-Business haben, die sind am Reden und machen all das, was halt die Männer machen und die Frau ist hinten am Arbeiten. Aber die Maria macht etwas Komisches. Sie ist einfach bei den Männern drin und hört zu. Und die Martha ist dann so, hey, das stimmt nicht. Sie macht sich irgendwie Gedanken, das ist falsch. Sie geht zu Jesus und sagt, hey, die Maria macht das irgendwie völlig falsch. Und Jesus reagiert dort nicht so, wie eigentlich die meisten Männer reagiert hätten. So, ja voll, geh in die Küche. Sondern, ja, ist jetzt lustig, aber damals war es so. Sondern er sagt, hey, nein, Martha, du hast es nicht gecheckt. Die Maria macht das, was das Richtige ist. Und es ist ein riesiges Thema, das er da anspricht, wo auch viel im Neuen Testament noch mehr angesprochen wird. Und es geht dort um das Thema Bildung. Die Frau hat damals häufig nicht können lesen, hat nicht können schreiben, ist nicht in die Schule gegangen. Und Jesus setzt sich dort für die Frau ein, für Maria ein. Und das wäre heutzutage, würde man dem eben feministisch sagen. Und er sagt dort eben, hey, look, Martha, du machst das, was die Gesellschaft dir sagt, was du machen musst. Das ist schon okay. Aber die Maria macht das, wo Gott denkt, dass man es machen soll. Und ich will euch als Frau mega ermutigen, dass ihr Maria sein und nicht Martha sein könnt. Weil Gott sagt nie nicht in der Bibel, oder allgemein, es hat keine Stelle in der Bibel, wo irgendwie steht, die Männer können das gut oder die Frauen können das gut. Aber es gibt verschiedene Muster, die die Bibel einfach immer wieder erkennt, bei Männern und bei Frauen. Und ich gebe jetzt einfach mal ein Vers, der ist ein bisschen drastisch, aber einfach mal als Beispiel, wo die Bibel über Frauen sagt. Und zwar steht das im... Ja, es ist die, genau, die aggressive Stelle. Genau, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach, wenn es regnet und regnet und regnet. Jetzt ist, ich habe die extra genommen, die ist ein bisschen provokativ. Aber es gibt an vielen Stellen in der Bibel, gibt es das, wo es darum geht, hey, die Frauen sollen den Mann nicht reinreden, die Frauen sollen Respekt haben. Und auch heutzutage gibt es das Klischee, eben, Frauen lästern, so Kaffeekränzchen, Gerüchte verbreiten und so weiter. Und es geht nicht darum, jetzt, dass es heisst, hey, alle Frauen sind so. Aber es ist ein Muster, das in der Bibel entdeckt wurde oder wo man sagt, hey, die Frauen könnten Probleme haben mit dem. Und ich will euch mega ermutigen, dass ihr nicht wie eben die Martha euch Gedanken machen, so, nein, das ist falsch und, oh nein, Jesus, sag etwas, Jesus, mach etwas und zu Jesus gehen, hey, Maria macht im Fall das falsch, die Maria macht im Fall das falsch. Das ist so das Bild, wo
wo man, wenn wir so wie die zwei Archetypen haben, sorry, das ist ein blödes Wort, aber so Beispielfrauen. Die Martha ist die, die sich Sorgen macht, die nörgelt. Und die Maria ist die, die einfach zu Jesus geht und anchillt. Und ich denke, das ist das, was mega ihr Frauen mitnehmen könnt, um einfach zu Jesus zu gehen und zu sagen, hey, ich will so leben, wie du mich geschaffen hast, eben als Ebenbild von dir. Egal, was man jetzt denkt, wie Frauen sind oder was man denkt, wie Männer sind. Dass man einfach so leben kann, wie man selber von Gott geschaffen ist. Ja, und damit das jetzt nicht mega einseitig ist, wird natürlich Julia das auch das Gleiche mit den Männern machen. Genau. Jetzt muss ich schnell schauen, wo ich bin, wenn wir da beide unsere Notizen haben. So, genau. Ich möchte euch auch die Geschichte von einem Mann erzählen. Und zwar ist der Mann der Boas. Aber die Geschichte fängt eigentlich mit einer Frau an. Und zwar mit der Ruth. Die hat recht ein schwieriges Leben gehabt. Auf jeden Fall, am Schluss landet sie in einem fremden Land, wo sie niemand kennt. Und ihr Mann ist gestorben. Also sie ist Witwe in einem Land, wo sie niemand kennt. Sie hat auch kein Essen, kein Trinken, keinen Job, nichts. Der Boas sieht die Frau und er sieht ihre Not. Und das, was er macht, ist, er sagt zu ihr, hey, schau mal, ich habe das Feld, ein Feld mit irgendwie Weizen. Du darfst da hinkommen, darfst das Essen einsammeln, du darfst auch von meinem Brunnen trinken. Und der Boas sieht, wie dort die Verantwortung für die Frau und nimmt die Verantwortung wahr. Später will er die Ruth sogar heiraten. Und es hat jetzt so ein spezielle Regeln gegeben, wer quasi dran ist mit heiraten, wenn der Mann stirbt. Auf jeden Fall hat es wie ein Typ gegeben, der ist eigentlich noch vor dem Boas dran gewesen. Jetzt der Boas hätte einfach können sagen, ja, der merkt es sowieso nicht, egal. Und hätte sie gleich einfach können heiraten. Aber das macht er nicht. Er geht zu dem anderen Typ und sagt, hey, look, ich würde Ruth gerne heiraten, aber ich weiss, du kommst zuerst dran. Was meinst du? Und was der andere Typ, der in der Bibel nicht mal einen Namen hat, sagt, ist, also heiraten, ist ja mega anstrengend. Und die Frau, also, der schaut ja gar nicht für mich raus dabei. Okay, gut. Und der Boas heiratet dann schlussendlich wirklich Ruth. Und da haben wir wieder, wie bei Maria und Martha, zwei Typen. Wir haben den Boas. Der Boas übernimmt Verantwortung. Er steht inne. Er schaut für die Frau. Und auf der anderen Seite haben wir den namenlosen Typ, wo, wenn es so ein bisschen kompliziert wird und er eigentlich in der Verantwortung wäre, haut er ab. Und in verschiedenen Stellen der Bibel sehen wir, dass Gott auch wieder so aufzeigt, schaut mal, das kann ein Problem bei euch werden, dass ihr eure Verantwortung nicht wahrnehmt, dass ihr vor Konflikten wegrennt und einfach nicht die Verantwortung übernehmt, die Gott sich eigentlich wünschen würde. Und da möchte ich auch euch Männer mega ermutigen, hey, seht die Verantwortung. Oder auch, wenn ihr mal Familie anschaut, es gibt auch viele alleinerziehende Mütter und es gibt relativ wenig alleinerziehende Väter. Also das ist auch wieder so etwas, was man ein bisschen sieht. Manchmal haben die Männer wirklich Tendenz, zu sagen, ja, wenn es schwierig wird, lieber nicht. Auch nicht alle Männer, das ist wieder das Gleiche. Es geht wirklich nur um Tendenz. Und um wieder ins Neue Testament zurückzukommen, haben wir hier den Epheser 5, Vers 24, wo ganz oft lustigerweise zitiert wird, um zu sagen, dass die Frauen untergeordnet sind, aber das sagt der Vers eigentlich gar nicht. Also, zwar steht da, und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie es ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst Gutes. Also da steht schon, ja, die Frau soll sich unterordnen, die Frau soll den Mann respektieren, ehren. Genau das, was wir vorher gesagt haben. Nicht nörgeln, nicht hinter dem Rücken schlecht über ihn reden. Aber der Mann, Gott sagt etwas mega Krasses. Er sagt, liebt eure Frauen so, wie Jesus die Kirche geliebt hat. Und wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt, dann wisst ihr, Jesus ist bis ans Äußerste gegangen für seine Kirche. Er ist für sie gestorben. Er hat sich hingegeben. Er hat alles gegeben, um das Beste rauszubringen und um die Kirche zum Aufblühen zu bringen. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Also wenn wir da ein Bild haben von einem Mann, der die Frau unterdrückt und oben ist, passt das nicht zu Jesus, der die Füße wäscht, der demütig ist, der bis in den Tod gehen würde. Also da ergibt sich ein Gleichgewicht. Wenn die Frauen sich anfangen zu unterordnen und ehren sie ihrem Mann gegenüber und die Männer anfangen demütig zu sein, dann werden sie wieder am Schluss
auf Augenhöhe landen. Genau, und wir haben jetzt ein paar Sachen gehört am Anfang mit der Schöpfungsgeschichte. Ein bisschen, hey, wie soll es sein? Wie hat sich Gott gedacht? Aber ihr kennt auch die Situation, die wir jetzt haben. Es gibt Aufstand, es gibt mega viele Bewegungen, die sagen, hey, es stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht so, wie wir es haben wollen. Und das ist jetzt ein mega Spannungsfeld. Und man kann nicht sagen, ja, das ist das Problem oder das ist das Problem und das ist die Lösung. Es gibt keinen Quick Fix. Sondern das Ding ist, man muss sich überlegen, jeder für sich, hey, wo stehe ich in diesem Spannungsfeld? Habe ich vielleicht selber so mega sexistische Gedanken, manchmal nicht absichtlich, sondern ich bin einfach so aufgewachsen. Ich weiss doch, ja, der Papa ist daheim. Bei mir war es eben so, oder? Aber man weiss, der Papa ist nicht daheim und ist am Arbeiten und die Mami kocht für mich, wenn ich das will. Und ein bisschen, gar nicht, dass man es böse meint, aber es gibt es einfach. Und ich will euch wie ermutigen, dass es nicht so nur ist, ja, es gibt das, dass ihr heute wie auch für euch selber überlegt. Weil wenn es dann konkret wird, dann geht es gar nicht mehr darum, Männer sind so, Frauen sind so, sondern dann geht es darum, wie bin ich. Und in unserer Beziehung ist es so, wir haben mega viele Sachen, die eigentlich genau dem Stereotyp entgegengehen. Also, man kennt es, Frauen können nicht Auto fahren, Männer sind nicht emotional, Männer können nicht nach dem Weg fragen, das ist recht bekannt. Es gibt mega viele solche und bei uns ist es recht anders. Ich fahre nicht Auto, ich habe es auch nicht vor zum Lernen, ich bin ein Öko. Julia fährt gut Auto, super. Bei uns ist es so, ich bin manchmal, oder meistens bin ich eher der Emotionalere, ich bin auch eher der, der anfängt zu brüllen. Das ist nicht schlecht, das ist einfach etwas, was bei mir so ist. Und sie ist ganz fest so, sie will nicht nach dem Weg fragen. Sie will selber herausgefunden haben, wo das ist. Und bei uns ist es so, und ich meine, es macht mega Sinn, um sich in diesem Spannungsfeld nicht nur überlegen, ah, die Frau sind blöd, ah, die Männer sind blöd, sondern wo stehe ich in dem? Und wir haben jetzt mega viel geredet. Ich weiss auch von mir schon jetzt schon ein paar Sachen, die ich falsch gesagt habe oder blöd gesagt habe. Und ich will da jetzt nochmal wie daran erinnern, es gibt nachher die Q&A. Wir werden das da vorne machen, es wird nicht irgendwo im versteckten Raum sein. Darum überlegt euch Fragen, überlegt euch etwas, was ihr sagen wollt und kommt nachher da rauf. Wir freuen uns mega, um mit euch reden, um mit euch diskutieren. Es ist nicht so, dass wir dann einfach die Lösungen sagen. Genau, also ich freue mich nachher auf eine gute Q&A. Ja, weil wir jetzt so viel gehört haben, möchte ich einfach nochmal die vier wichtigsten Punkte euch weitergeben und nochmal sagen, weil ich weiss, es bleibt einem dann nochmal nicht so, wenn so viel geredet wird. Hey, das Erste und das, was ich mir so wünsche, dass ihr mitnehmt, ist, Mann und Frau hat Gott am Anfang gleichwertig geschaffen, auf der gleichen Ebene, gleichwertig als sein Ebenbild. Und das Ungleichgewicht, in dem wir leben, das ist erst nach dem Sündenfall hineingekommen und ist nicht so, wie Gott sich's gedacht hat. Zu den Männern sagt Gott, übernehmt Verantwortung und gebt euch das Beste für die Frauen. Zu den Frauen sagt er, behandelt Männer mit Respekt. Hört auf, euch die ganze Zeit um Sachen zu sorgen und so viel zu nörgeln. Gerade letzte Woche habe ich Josh wieder gesagt, ihr Männer redet sowieso nie über wichtige Sachen. Worauf er zu Recht hässlich geworden ist auf mich. Also, und ihr kennt das sicher auch. Genau. Hey, jetzt wird es eine Zeit geben. Die Band wird ein Lied spielen. Wird nachher vielleicht auch schon anfangen zu singen, aber ich möchte, dass ihr wie nochmal in euch reingeht, dass ihr einfach ruhig werdet, vielleicht könnt ihr auch die Augen zumachen. Da hinten wird es nachher Slides geben, wo so typische Sachen stehen für Mann und Frau, also genau die Stereotypen, wo ihr mal einfach so könnt lesen und schauen, stimmt, das habe ich eigentlich auch schon mal gesagt, wie ich, wo jetzt den blöden Spruch gemacht habe. Oder vielleicht merkt ihr auch, das hat mir schon mal jemand gesagt, wo gar nicht stimmt. Also ihr dürft gerne hier die Slides anschauen und ich werde nachher einfach so ein paar Aussagen sagen, wo ihr mal schauen könnt, ob das irgendetwas mit euch macht. Ob ihr merkt, voll, da stehe ich eigentlich an oder das habe ich mir noch nie so überlegt. Oder da lebe ich ja gar nicht so, wie es Gott eigentlich gedacht hat. Darum, ich lade euch ein, werdet einfach ruhig, macht vielleicht die Augen zu und hört einfach euch die Sätze an, die ich vorlese. Ich habe mir nie überlegt, dass Frauen wirklich gleichberechtigt sind vor Gott.
Ich habe mir nie überlegt, später vielleicht auch zu Hause zu bleiben, die Kinder zu betreuen oder alles zu tun, um die Frauen freizusetzen. Manchmal merke ich, dass ich allgemein schlecht über Männer denke und an Stereotypen glaube, die gar nicht stimmen. Ich habe mich nie gefragt, welchen Auftrag Gott für mich als Frau hat, ganz unabhängig von meinem Partner. Ich bin in einer Familie mit klassischen Rollenbildern aufgewachsen, wo ich überdenken muss. Vielleicht brauche ich neue Vorbilder an diesem Punkt. Ich habe als Mann nicht immer die Verantwortung übernommen, die Gott sich von mir gewünscht hätte. Ich merke, dass ich als Frau viel an den Punkt komme, wo ich am Rummutzen und am Nörgeln bin. Ja, Jesus, ich möchte dich jetzt einfach einladen und dich bitten, dass du einfach in unsere Köpfe hineinkommst und Denkmuster, die wir haben, die nicht so gedacht sind von dir, einfach durchbrichst. Dass jeder von uns jetzt einfach merken darf, hey, da hat Gott eigentlich eine andere Sicht über das Thema Mann und Frau als ich. Da habe ich eine falsche Sicht über das andere Geschlecht. Oder ich habe eine falsche Sicht über mein eigenes Geschlecht. Ich danke dir, Jesus, dass du den Männern und den Frauen so unglaublich viel Wert gegeben hast, dass wir beide in deinem Ebenbild geschaffen sind. Ich bitte dich, dass wir lernen, so zu leben, als wäre es wirklich wahr, dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind.